Okay. Temerienstraße nach Wysima, Mai 1272. Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Mhm. Mhm. Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch? Ja. Ein Einhorn, das wir ein- oder zweimal benutzt haben. In bestimmten Situationen. Was jungen Leuten heutzutage so einfällt. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch. Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Los, auf sie! Monster, das Leben auf dem Festland und auf Skellige ist hässlich, brutal und kurz. Der Krieg verwüstet das Land und die ihr verschont, leben in ständiger Angst vor den zahllosen Monstern, die vor den Städten und Dörfern lauern. Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsbalken über den Kopf dargestellt, der anzeigt, dass du mit dem Silberschwert gegen sie kämpfen solltest. Also mit 2. Gut, komm her. Komm schon. Na komm. Erledigt? Nein, einer fehlt noch. Adrenalinpunkte. Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fertigkeiten gestatten dir das Ausführen von Spezialangriffen, für die Adrenalinpunkte erforderlich sind. Diese werden beim Einsatz verbraucht. Außerhalb des Kampfs verringern sich deine Adrenalinpunkte allmählich. Na klar. Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen.
Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Was? Da lese ich noch kurz den Text und dann können wir aufbrechen. Und zwar die Vitalitätsregeneration. Du kannst Vitalität, also den roten Gesundheitsbalken oben, regenerieren, indem du isst oder trinkst oder mindestens eine Stunde lang meditierst. Hinweis auf den Schwierigkeitsstufen Blut, Schweiß und Tränen und Todesmarsch kannst du durch Meditieren keine Vitalität regenerieren. Gut, das haben wir nicht, denn wir spielen die normale Stufe. Ich glaube, das ist schwer und extrem. Essen und Trinken kannst du auf den Plätzen für Konsumgüter ablegen, um während des Kampfes rasch darauf zugreifen zu können. Drücke R oder F, um sie zu verzehren und Vitalität zu regenerieren. Es befinden sich Lebensmittel auf dem oberen Platz für Konsumgüter. Drücke R, um sie zu essen und einen Teil deiner Vitalität zu regenerieren. Ja, mit X kommt ein Pferd und wir essen jetzt einmal kurz 5 Sekunden lang was. Damit wir was, damit wir Gesundheit regenerieren. Und wir looten jetzt nochmal schnell kurz Ghoulblut. Ein bisschen was hier, ein bisschen was da. Gut. Und hier ist mein Pferd. Hab ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Pferde. Hexer sind meistens unterwegs und erledigen Aufträge. Sie ziehen durch tiefe Täler, über hohe Berggipfel und durch modrige Sümpfe. Zum Glück kann Geralt sich unterwegs stets auf sein Pferd Plötze verlassen. Drücke X, um Plötze zu rufen. Gut, brauche ich nicht mehr, ich bin jetzt oben. Halte Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Drücke in der Bewegung zweimal umschalten links und halte es gedrückt, um zu galoppieren. Wenn die Ausdauer deines Pferdes erschöpft ist, kannst du nicht mehr galoppieren. So ist gut. Okay. Einige Zeit später. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Naja, ich würde mal sagen, das war ein großer Vogel. Ein ziemlich großer Vogel. Ist er weg? Jo. Ja, komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Aber geh, du schuldest uns nichts. Geh das Haus. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt, auch Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur? Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber
Hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt? Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Jut, dann mach's gut, mein lieber Kaufmann. Ein neuer Eintrag wurde dem Bestiarium hinzugefügt. Drücke Rücktaste, um das Menü zu öffnen und ihn zu lesen. Ah, da ist das Menü. Klicke auf Glossar. Klicke auf das Bestiarium. Bestiarium. Einträge im Bestiarium enthalten zusätzliche Informationen zu Monstern, darunter auch Tipps und Strategien, wie man ihnen am besten beikommt. Drücke Escape, um das Bestiarium zu schließen. Ja, wir haben den Greifen. Ja, halb Adler, halb Katze, wie auf dem Wappen des Grafen. Nur dieser hatte statt des Zepters meine tote Kuh in den Klauen. Anonyme Zeugen eines Greifenangriffs. Greifen waren einst nur hoch in den Bergen anzutreffen, wo sie Murmeltiere und Wildziegen jagten. Nach ihren ersten Kontakten zu menschlichen Siedlern wechselten sie jedoch zu einer sehr viel reichhaltigeren und einfacher zu jagenden Beute, nämlich Kühe, Schafe und Schäfer. Diese einst seltenen Kreaturen, halb Adler, halb Wildkatze, vermehrten sich daraufhin innerhalb weniger Jahre zur schlimmsten Plage der nördlichen Königreiche. Besonders verhasst sind die Unterarten Königsgreif und Erzgreif. Wirksam im Kampf, Kartätsche, Hybridenöl und Art. Und Ghule haben wir auch kennengelernt. Ghule kriechen nachts heraus, halten ihren Leichenschmaus. Lebt ein Schmaus noch irgendwie? Kein Problem, den töten sie. Kinderreim. Ghule und Graviere sind schwer zu beschreiben. Man könnte behaupten, sie sehen Menschen ähnlich, doch tatsächlich sind sie die reinste Negation alles Menschlichen. Sie haben Arme und Beine wie Menschen, doch sie laufen auf allen Vieren wie Hunde oder Dachse. Sie haben menschenähnliche Gesichter, doch nach Zeichen von Erkennen, Vernunft oder auch nur Bewusstsein sucht man darin vergebens. Sie werden nur von einem einzigen Trieb gesteuert, der unstillbaren Gier nach Menschenfleisch. Naja, lecker. Na gut, Plätze, dann reiten wir mal weiter. Halte auf der Straße umschalten, links gedrückt, ohne zu lenken, dann folgst du dem Straßenverlauf automatisch. Dein Pferd verliert keine Ausdauer, wenn es der Straße automatisch folgt. Na gut, dann probieren wir das mal langsam, aus. Langsam. Geht tatsächlich gut. Ein Pferdenavigationssystem. Haha, geil. Wir sind jetzt hier in Weißgarten. Besiedelte Gebiete. Du näherst dich einem Dorf. Störe dessen Frieden nicht. Denk daran, Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gerne, wenn du andere übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte mit markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexerarbeit und lokale Ereignisse zu informieren. Halte E gedrückt, um abzusteigen. Hui! Na, sag einmal erst. Kein Benehmen. Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal!
Krieg. Ich hasse ihn. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tja, dann lass es bleiben. Ich trinke auch nicht mit dir. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Tja, Dialoge Handel. Durch Optionen, die mit markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. Was könnt ihr euch bringen? Meine ganz erste Frage ist, ob sich schon jemand mal um den Greif kümmert. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Genau. Denn umsonst ist er tot und der kostet das Leben. Alte Hexerweisheit. ganz schön was los hier. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Tja, wir suchen nach einer Frau. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Dialoge, Gespräche beenden. Durch Dialogoptionen mit X wird das Gespräch beendet. Ja, aber ich will mal deine Waren sehen, bitte. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Handeln, kaufe und verkaufe Gegenstände im Handelsfenster. Handeln, doppelklicke auf einen Gegenstand, um ihn zu kaufen. Drücke Escape, um das Handelsfenster zu schließen. Tja, was haben wir denn da? Wir haben hier schöne Quintkarten. Wir haben $250, aber dann kaufen wir mal die Quintkarten hier. Warum kaufe ich jetzt die Quint-Karten? Beziehungsweise, was sind Quint-Karten? Quint ist ein Kartenspiel im Spiel hier drinnen. Ziel ist es eigentlich, jeden mit diesem Kartenspiel zu besiegen. Wenn wir das schaffen, bekommen wir hin und wieder seltene Quint-Karten. Das heißt, und Händler verkaufen auch sehr oft Quint-Karten im Prinzip. Und je mehr Quintkarten wir in unserem Kartenstoß haben, desto mehr besteht die Chance, dass wir gewinnen. Das heißt, am Anfang werden wir wahrscheinlich sehr oft auf die Schnauze fliegen und verlieren. Doch irgendwann einmal werden wir immer besser und besser, bekommen immer seltenere und bessere und höhere Karten. Und ja, so ist im Prinzip das Spiel. Wir werden das Spiel jetzt noch nicht spielen, aber wir werden sicherlich demnächst bald einmal anspielen. So, wir gehen einmal zurück und ja, vielen Dank für alles. Danke für alles. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frag ich nach Yennefer. Mhm.
Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Jawohl, Chef. Hast du gehört? Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Drommle, Drommle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linie? Ja, bla bla bla. Inventar, hier siehst du deine aktuell ausgerüsteten Gegenstände. Hier sind die anderen Gegenstände, die sich aktuell in deinem Besitz befinden. Die Reisetasche. Gegenstände filtern. Mit Hilfe der Filter kannst du Gegenstände einer bestimmten Art anzeigen. Werte. Hier findest du Informationen zu deinen wichtigsten Charakterwerten. Gegenstände ausrüsten. Um einen Gegenstand auszurüsten, ziehe ihn von deiner Tasche an einen entsprechenden Platz oder führe einen Doppelklick darauf aus. Tränke, jetzt kannst du diesen Trank im Spiel verwenden. Drücke R, um den Trank auf dem ersten Platz zu aktivieren, oder F, um den Trank auf dem zweiten Platz zu aktivieren. Jo, gut. Was haben wir hier? Hier haben wir Tränke, Wald, Kauz. Meistergegenstand beschleunigt die Regeneration der Ausdauer. 20 von 100 Vergiftung, 30 Sekunden Wirkdauer, 5% Ausdauerregeneration im Kampf. Wir haben eine Fackel und ein gegrilltes Hühnerbein. Dann haben wir noch Giftextrakt, wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenstand verwendet und Ghoulblut und Yennefers Brief. Ah ja, genau, Yennefers Brief. Lieber Freund, verzeih mir, dass ich mich nicht nach deinem Befinden erkundige oder danach, wie es in den letzten Jahren ergangen ist. Die Zeit drängt. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir müssen uns also bald, sobald wie möglich treffen. Reite nach Weidendorf bei Wüsimer und schone das Pferd nicht. Ich erwarte unser Wiedersehen zwar mit Ungeduld, doch kann ich nicht lange warten, weder ungeduldig noch sonst wie. Deine liebe Freundin Yennefer. PS, ich habe das Einhorn noch. Um unser Land aufzuteilen und ihren Leuten zu geben. Gut, dann fragen wir mal hier kurz die Leute.